angefangen hat es ganz gut das Wochenende mit der ersten Startreihe im ersten Qualifying. Dann ein dritter Platz im ersten Rennen war nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, aber immerhin ein Podium. Und dann im zweiten Qualifying hatten wir einfach nicht das optimale Setup, haben es nicht hundertprozentig getroffen. Auto war schwer zu fahren und es war verdammt eng. Man war dann auf Platz 9 und 6 im Quali, was natürlich für mich eine mittlere Katastrophe ist. Aber ja, konnte da leider nicht mehr machen, eben aus den eben genannten Problemen. Und ja, dann in den Rennen immer Plätze gut gemacht, einigermaßen gut gepunktet. In der Meisterschaft jetzt ja, theoretisch noch im Kampf drin, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Aber immerhin haben wir das Ganze nach Hockenheim vertagen können. Und ja, im Kampf um Platz 2 ist es enger geworden, ganz klar. Aber habe noch die Nase vorne und das versuche ich natürlich im Hockenheim dann auch mindestens zu behaupten.